wenn dann einer redet davon greift. Ich habe meine Sicher mit zum Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Zugleich befördere ich sie zum Generalfeldmarschall. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen ist Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel, die trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter allen ausgerechnet Himmler! Der treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Aber Himmler. Ja, ist er wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot. Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötscherlein. Und holen Sie mir Fegelein! Mein Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Sie bleiben, Doktor, bitte. Sie und Greim müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dönitz. Teilen Sie ihm mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen Treuebeweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Mein Führer? Ja, glauben Sie denn, ich schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen? Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieger, aber Sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Dönitz mobilisiert im Norden, Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim, in Kürze tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Man muss knien vor Ihrem Genie, mein Führer. Und vor dem Altar des Vaterlandes.